kann man diesen Schrank mit diesen Maßen in diesem Zimmer mit dieser Höhe aufrichten. Wir modellieren diese Situation durch dieses rechtwinklige Dreieck, dessen Hypotenuse ich D genannt habe, D wie Diagonale vom Schrank. Wir wenden den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck an und erhalten so, dass D Quadrat gleich ist zu 0,7 im Quadrat plus 2,1 im Quadrat. Woraus wir schließen, dass D gleich zu dieser Quadratwurzel sein muss. Diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner ein, also Quadratwurzel von 0,7 im Quadrat plus 2,1 im Quadrat, Enter. Um den Dezimalwert dieser Zahl zu finden, tippen wir auf diese Taste SD, Tipp. Die Diagonale vom Schrank misst also 2,21 und ein paar gequetschte Meter. Wir übertragen diese Antwort hierhin und stellen fest, dass die Diagonale von diesem Schrank ein bisschen größer ist als die Höhe des Zimmers. Und deshalb können wir den Schrank also nicht aufrichten. Diese Aufgabe ist schon beendet.